einen wunderschönen guten Tag. Anna Jablonski, mein Name von MediaCon. Spreche ich mit Herrn Wladimir Kadyrov? Kadyrov, ja. Wer ist da? Kadyrov. Anna Jablonski heiße ich. Ja. Von MediaCon habe ich Sie angerufen. Von weil was? Sie bei einem Preis, MediaCon heißt unsere Firma. Was ist das? Sie sind, das ist eine Firma, die Verlosungen betreut. Ah. Sie haben bei einem Preisausschreiben mitgemacht bei Obi und haben es geschafft, unter den letzten 20 ins Finale zu kommen. Oh, wirklich? Und alle Finalisten bekommen in den nächsten Tagen 2 Gutscheine in Höhe von 400 €, die sie gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch. Oh, krass. Vielen Dank. Cool. Ich freue mich. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Oh, wie cool. Das ist die schönste Nachricht von ganzes Jahr. wofür sind das Gutscheine? Sagen Sie mir, bitte. Ich werde das alles erklären, natürlich. Ah, okay. Erstmal die Hauptpreise, Sie sind auch bei der Finalziehung mit dabei. Finanzziehung? Und bei der Finalziehung. Ah. Also noch, Sie können noch weiterhin gewinnen. Sie haben 50-prozentige Chance dabei, einen von den großen Hauptpreisen nochmal zu gewinnen. Und das ist der erste Platz, ist ein Auto, Volkswagen Touareg oder Gegenwert 82.000 € bar. Möchten Sie das Auto oder Bargeld? Ich nehme die Kohle. Da kriege ich bessere Auto für zusammengebaut. Hammer, cool. Okay. Platz Nummer 2 ist ein Jaguar Elektroauto oder Gegenwert 40.000 € in bar. Was darf ich ankreuzen für Sie? Ich dachte, die Elektroautos kosten viel mehr Geld als normale Auto. Also das mit dem Preis weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da bin ich überfragt. Also, so was ist das für ein Firmawagen? Ein Jaguar Elektroauto. Ich nehme das Auto. Oder? Weißt du, ist gut wegen. Kann man gut Geld sparen mit. Okay. Platz Nummer 3 ist eine Traumreise auf die Malediven für 2 Personen. Platz 4 ist ein Bargeldgewinn in Höhe von 2.500 €. Platz 5 bis 10 sind Einkaufsgutscheine, alle in Höhe von 500 €. Hammer, cool. Aber sag mal hier, ich will jetzt nichts in Urlaub fliegen, viel zu gefährlich. Kann man statt Maledivia auch den Geld haben, was das Reise kostet? Genau, 15.000 € ist ja, das. Können Sie auch machen. Ja, ist besser, ist besser. Weil ich bin vor 6 oder 7 Jahren bin ich mit meines Kollegen bei Malediva gewesen, die mögen uns da nicht mehr. Ich will da auch nicht unbedingt wieder hinfahren. Nee, nicht nochmal hin. Wir haben bei Hotel gesoffen wie die Schakale. Die haben uns eine Woche früher aus Land rausschicken. Okay. War nicht so cool. Okay, habe ich das Bargeldgewinn für Sie auch beim dritten Platz eingekreuzt? Ey, ich freue mich so, das war so ein Blair-Tag. Heute Klopfer stopft, Waschmaschinen kaputt. Und jetzt rufen Sie an. Finde ich so toll. Das ist so gut. Weißt du, ich dachte, es ist Techniker. Wer Techniker sollte vor 2 Stunden schon anrufen? Okay, also wie gesagt, bekommen Sie Ihren Gutscheinen, haben Sie gewonnen. Das ist einmal 200 € Reise oder Wertgutschein. Das wird nochmal ausgewählt, was Sie bekommen. Und bitte einmal 200. Ich will nicht verreisen, wenn alles Menschen überall sterben. Das ist meistens Wertgutschein, aber es ist auch 24 Monate gültig. Ach. Also Sie müssen nicht gleich heute oder morgen verreisen, Sie können auch nächstes Jahr verreisen. Was ist denn für Wertgutschein für Obi? Das können Sie bei Obi, Mediamarkt, Aldi, Rossmann, wo Sie einkaufen. Weil ist unverbindlich. Ich muss Froschteiche bauen. Okay, dann können Sie auch überall einkaufen, wo Sie möchten, wie gut gesagt. Und der andere Gutschein ist ein Energiegutschein für Strom und Gas. Die Gutscheine, ist das für die Prepaid-Stromzähler von Winkler oder was? Ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Ist das für Prepaid-Stromzähler wie bei Herr Winkler? Oder was ist ein Stromgutschein? Das ist ein Stromgutschein, also Energiegutschein ist das für Strom und Gas. Ah, ist das so wie Powerbank? Kann ich da mein Handy aufladen? Nein, das ist ein Gutschein,
Das können Sie bei Ihrem Anbieter einlösen. Ach, zu, bei Stadt, Ihrem Strom zu Stadtwerke oder bringen. Genau, so ist ich es. Kannte nicht, Entschuldigung. Kein Problem. Und beide Gutscheine sind 24 Monate gültig, auch übertragbar. Und beide Gutscheine bekommen Sie mit der Post mit einem Passwort, Benutzername, Webseite dabei. Ja, damit okay. Sie die Finanzierung auch live mitverfolgen können. Soll ich das jetzt aufschreiben? Nee, Sie bekommen das alles schon per Post. Sie bekommen das schriftlich nochmal alles. Wenn wir die Unterlagen fertig haben, werde ich die Unterlagen fertig leiten an die Postabteilung, Kontrollabteilung. Die werden Sie nochmal anrufen, ob alles stimmt, was ich hier reingeschrieben habe. Kontrollieren mit Ihnen und dann schicken die Ihren Post mit den beiden Gutscheinen, Zugangsdaten und natürlich auch alles weitere, was dazu gehört, bekommen Sie nochmal schriftlich. Aber ich erkläre einen nach dem anderen. Ja, gut. Wenn Sie sich bei der Final-Webseite sich einloggen, sehen Sie auch Ihren Namen unter den Finalisten. Und natürlich die Hauptpreise, die wir durchgegangen sind, können Sie auch nochmal sehen. Oh, das ist gut, aber ich möchte nicht, dass, dass meines Name steht bei Internet drinnen, ja? Nein, wird auch nicht stehen. Ah, gut, das wird, gut. Wird nicht alles sehen. Nur die Leute, die gewonnen und bei der Finalziehung dabei sind, können sehen. Nicht alle. Nicht jeder kann das sehen. Deswegen bekommen Sie ja einen persönlichen Benutzernamen und Passwort, damit Sie in die Webseite reinkommen können. Ah, das sonst ist so. Können Sie ja nicht sehen. Ah, so genau. Wie so Geheimclub. Genau so ist es. Ah, super, super. Das ist ja wie bei russischer Botschaft. Sie haben auch Ihre E-Mail-Adresse angegeben. Möchten Sie die Gutscheine per E-Mail oder lieber schriftlich per Post? E-Mail ist besser, spart Papieren, weißt du, wegen okay. Den Umwelt. Ja, okay. Welches E-Mail-Adresse Sie haben? Weil ich habe so viele E-Mail-Adressen, privat und geschäftlich und von Swingerclub. Nicht, dass ich was Falsches... Kann ich Ihnen sagen, das ist die Putinsinfanterie. Putinsinfanterie, ja, gut. Genau, @gmail.com. Wunderbar. Ist okay? Ja, das ist gut. Gut. Das sonst können Sie das auch per Post bekommen, kein Problem. Ja, das ist meine offizielle FSB-E-Mail-Adresse, gut. Okay, habe ich dann vermerkt, dass Sie das per E-Mail bekommen Klaus. Möchten. Wann kommt das? Das kommt in 10 bis 14 Tagen. Erst? Aber per das habe ich, freue ich mich so lange da drauf. Nee, per E-Mail, Post kommt in 10 bis 14 Tagen, aber per E-Mail ist ein bisschen, kostet... So ungefähr 2-3 Tage, denke ich mal. Bis Ende der Woche bekommen Sie das. Oh, so lange kann ich doch nicht warten. Können Sie mir nicht gleich schicken? Also ich bin für die Post nicht zuständig. Ah, okay. Ich bin nur für die Vorarbeit zuständig. Ah, Sekretärin. Ich leite so ungefähr, ah, genau. Das macht mein Freundin, macht das auch. die Gutscheine bekommen Sie per Post, per E-Mail. Wie Sie es wünschen, natürlich habe ich hier eingetragen. Die kostenlose Verlosungen werden in Deutschland durch Werbung finanziert. Wo, da Sie einen Gewinn, 400 € zwei Gutscheine gewonnen haben und zusätzlich die 50%ige Chance bei der Finalziehung besteht, bekommen yeah, Sie cool. und die anderen 19 Finalisten einen Werbeträger, eine Zeitschrift. Was bekommen die? Ein Werbeträger. Was bedeutet den Wort? Eine Zeitschrift für 13 Monate. Sie zahlen nur zweimal fürs Jahr. Der letzte Monat ist nochmal gratis. Also ein Werbeträger gehört dazu. Und als Werbeträger ist für Sie die TV Hören und Sehen vermerkt. Soll das dabei bleiben? Oder möchten Sie in einem anderen Bereich? Einmal mal kurz fragen, Werbeträger, was bedeutet? Ich kenne den Wort nicht. Ich kann nicht so gut Deutsch alle Worte kennen. Kein Problem. Also ein Werbeträger ist, die Verlosungen finanziert. Also Ihre Haben Firma? Sie mich jetzt? Nein, nicht unsere Firma. Die Werbeträger sind die Verlaghäuser. Verlaghäuser, was bedeuten genau. Verlaghäuser? Verlaghäuser, die sind mit Zeitschriften. Kiosk. Zeit, nein, aber die
Die verkaufen nicht Zeitschriften, sondern die machen die Zeitschriften. Druckerei Fabriken. Oder was? Genau, so ungefähr. Heißt Verlagshäuser von den Zeitschriften als Verlagshäuser. Wie Druckerei, genau. Da werden die Zeitschriften auch gedruckt. Und die finanzieren die Hauptpreise. Zum Beispiel, die Autozeitschriften finanzieren die Platz 1 bei der Finanzierung. Die Motorradzeitschriften die zweiten Platz. Oh, gab es ein Motorrad? Die dritten. Zeitschrift habe ich. Als Zeitschrift habe ich. Sie haben mir gar nicht gesagt von Motorrad. Dann möchte ich gerne Motorrad nehmen. Motorrad Zeitschrift habe ich. Ja, unbedingt. Motorrad direkt Zeitschrift. Bei 13 Monaten Führerschein machen, aber bis noch kein Geld gehabt für Harley Davidson. Ja, dann machen Sie erstmal den Führerschein, weil Motorrad ist nur Zeitschrift. Ja, das ich habe Führerschein. Ist kein Problem. Kann ich Sie kopieren schicken bei E-Mail-Adresse? Zeitschrift, Herr. Zeigen, ja. Ich kann das eins scannen. Ein oder ein Foto Zeitschrift. Machen. Ist kein Problem. Zeitschrift ist das. Ein Zeitschrift, kein Motorrad direkt. Ein Zeitschrift ist das nur. Was, wo man drin lesen kann. Wie ein Motorrad, man das anstarten kann und gebrauchen kann und solche Informationen ist in dem Motorrad. Bedienungsleitung oder was? So, Zeitschrift sagt man. Ist wie so ein Heft. Ach, Heft. 20, 30 Seiten, ja genau. Motorrad-Zeitschrift. Motorrad, das ist gut. Heft, ja, Zeitschrift. Ich mag Motorrad. Ja, ist schön. Dann können Sie ja den Motorradzeitschrift ja nehmen, wenn Sie den TV-Zeitschrift nicht nehmen möchten. Den was? Sollen wir die Motorradzeitschrift. Ne, TV, ich hab nichts TV gucken. Ist alles blöd. Sie gucken nicht. Okay, dann möchten Sie die Motorradzeitschrift oder Autozeitschrift, habe ich. Computer, Sport. Finanzen, Nachrichten, ein Werbeträger müssen Sie schon aussuchen. Was ist das denn für ein Computer? Ist das Gaming-Computer oder so Arbeit-Computer? Das ist auch ein Zeitschrift, Computer-Zeitschrift, nicht Computer so. Direkt. Ich dachte Computer wir gewinnen. Haben nur, wir haben nur Zeitschriften, Herr. Also die Werbeträger. Warte, jetzt muss ich noch mal fragen, habe ich dann, wenn ich erste Platz gewinnen, kommt dann Auto zu Hause oder Heft? Nein, da kommt das Geld oder das Auto, was Sie auch angekreuzt haben. Aber gerade Sie sagen, Sie haben nur Zeitschriften, nur Heften, nein. Bücher. Also noch mal von vorne. Bei der Finanzierung sind Sie dabei. Da haben wir die Hauptplätze ja schon durchgegangen. Wir haben auch angekreuzt. Bauplatz? Platz. Hauptplatz. Hauptplatz. Okay. Ersten Platz, zweiten Platz, dritten Platz. Hauptpreis oder Hauptplatz heißt das. Da sind Sie dabei. Natürlich, wenn Sie ersten Platz gewinnen, bekommen Sie das Auto. Nee, da möchten Sie das Bargeld. Bei Richtig. Dem zweiten Platz wollten Sie das Auto haben. Elektroauto. Genau, Reise möchten Sie nicht, dafür möchten Sie das Bargeld und so weiter. Das Richtig. Haben Sie in 2 Monaten, ist die Finalziehung. Sie bekommen das Brief und in dem Brief steht auch drin, die Finalziehung, wann das ist. Nee, ich wollte das doch gern per E-Mail haben, bitte. Ja. Per Post, per E-Mail, ja. Per E-Mail bekommen Sie das natürlich. Gut, das habe ich ja so hier lange. Auch reingeschrieben. Genau, so ist es. Und wie gesagt, Sie bekommen alles nochmal schriftlich per Richtig. E-Mail. Ich freue mich. Aber ein Werbeträger müssen wir schon aussuchen. Jeder Finalist, die gewonnen hat, bekommt einen Werbeträger. Das ist ein Kostenträger von der Verlosung und die finanzieren die ganzen Hauptpreise. Das ist total Daher nett von ist, denen. Das ist richtig cool. Ja, und deswegen ist es eine kleine Gegenleistung gegen Ihren Gewinn, dass Sie denn halt eine Zeitschrift aussuchen, Herr Kadirov. Das ist so nett von denen. Ja, sollen wir, welchen Zeitschrift möchten Sie denn? Motorradzeitschrift oder Auto oder Computerzeitschrift? Welches Zeitschrift interessiert Sie denn? Sollen wir den Motorrad nehmen? Was für eines Motorrad ist das? Ist das Hells Angel Weekly? Das ist ein Zeitschrift, Herr Cardillo. Ja, aber wie heißt das? Wie ist das Name?
Motorrad heißt der Zeitschrift. Einfach der Motorrad? Zeitschrift heißt, genau, der Zeitschrift heißt Motorrad. Den Inhalt kann ich Ihnen auch sagen, ja, sofort. Bitte. Und in dem Inhalt ist der vom Motorrad, wo ist das jetzt? Wichtig wäre, dass da was drin steht zu den, weil mein Motorrad hat ja immer drei gelbe Kasten unten, dass da was also beisteht so. Bei Motorrad Test und Technik, Neuigkeiten vom Motorrad. Krass. Reiseberichte und Reportagen. Dann habe ich nochmal die Motorsport aktuell, das ist auch ein Motorradzeitschrift. Das ist aktuelle Berichterstattung, ausführliche Resultatlisten. Was für Dinge? Welchen? Aber die Motorradzeitschrift ist der günstigste Zeitschrift darunter. Und das würde sie dann kosten zweimal 59,15 Euro. Aber zuerst erhalten Sie ein E-Mail mit den beiden Gutscheinen, mit den Zugangsdaten. Und wann Sie für die Zeitschrift bezahlen, steht auch drin. Sollen wir die Motorradzeitschrift für Sie eintragen? Finde ich gut. Ich finde, Motorrad ist super klasse Motorrad. Okay, gut. Dann habe ich die Motorrad für Sie eingetragen. Aha. Kostet, wie gesagt, zweimal nur 59,15 Euro. Diese Zeitschrift bekommen Sie jede zweite Woche. Ach also so. Jede 14 Tage bekommen Sie eine Zeitschrift. Motorrad. Für 59,15 Euro zahlen Sie zweimal, aber zuerst erhalten Sie Ihren Gewinn in den nächsten Tagen per E-Mail mit den Gutscheinen. Und wann Sie bezahlen, steht in dem Brief drin, nicht vorher. Ich finde das so klasse, in dass Sie das alles E-Mail. Geschenken an die Menschen. Ja, aber ein kleines Gegenleistung ist die Motorradzeitschrift. Da müssen Sie schon ein bisschen zahlen, Herr Kadirov. Ja, das ist schon gut, dass Sie mir die geben, weil ich liebe ja den Motorradler, ja? Ich liebe ja den Motorradler. Okay, das ist schön. Sie wohnen am Feenteich 20a da. In 22085 Hamburg. Da. Ist richtig? Richtig, richtig, ja. Okay. Und Ihr Geburtsdatum, wann sind Sie geboren? 8888. 8.8.88. Richtig, ich kann das nicht sprechen bei Deutsch. Meine Zunge geht kaputt. Nee, 8.8.88. 8.8. Nicht vergessen. Ich werde nicht schaffen, diese Leben. Herr Kadirov, das müssen Sie aber sagen müssen bei der Verwaltung. Ist ja nicht schwer. 8.8.88. 8.8. Ich komme mir vor, als ob ich so arabische Vorname sage. Kadirov, Herr Kadirov. 8.8. Blöd. Warte, ich brauche einen Schluck Wodka. Einen Moment. Moment. Herr Kadirov, hören Sie mir mal zu. 8 können Sie sagen. 8. Ja, und 80 können Sie auch sagen? 80. Genau. 8 und 80. 88. Genau. Ah, du Alter, bist du gute Deutschlehrerin? Krank. Haben Sie gut gemacht. Genau. Jetzt können Sie Ihren Geburtsdatum sagen. Krass. Ich finde das so super. So. Das sind heute so viele nette Menschen am Telefon. Ist heute internationaler Tag der Freundlichkeit? Ja. Also, Herr Kadirov, Sie bekommen Ihren Gutschein per E-Mail an Ihre E-Mail-Adresse. Der Betrag für die Zeitschrift Motorrad wird zweimal abgebucht. Sollten Sie bei der Finanzierung Bargeld gewinnen, wird das auf Ihr Konto innerhalb 24 Stunden überwiesen. Die IBAN-Nummer fängt mit einem DE an. Wie geht das da weiter, bitte? Die IBAN-Nummer bräuchte ich einmal von Ihnen. Ich habe keine Ahnung, was Sie sagen. IBAN-Nummer. IBAN-Nummer. Ist das Kontonummer, so? IBAN-Nummer. Was brauche ich? Wegen Gewinnen? Ja, kein Problem. Ja. Ja, warte, und wegen muss ich gucken. Für die Motorrad. Ja, warte, ich bin gleich wieder. Ich muss Portemonnaie gucken. Okay. Ja, ich warte. Wo ist denn Scheißdreck? Wo ist das? Hallo? Ja, ich höre.
Ist das das, was bei Sparkassenkarten geschrieben? Drauf steht, genau. DE fängt das an. Da, DE? Ja, wer... 705? Ja. 00? Ja. 105? Ja. 171? Ja. 763? Ja. 695? Ja. 324. Guck, da ist keine Akt drinnen. Habe ich Glück gehabt. Ja. Das ist die ING Bank, ist richtig. Ja, klar. Okay. Also, Herr Kadyrov, Sie bekommen gleich nochmal einen Anruf von unserer Post- und Kontrollabteilung. Oh, wann denn? Weil ich muss zu Doktor nachher. Also, ich werde meinem Abteilungsleiter sagen, dass das schnell geht. 10 Minuten dauert das höchstens. Okay. Ja. Wo soll ich jetzt warten, also oder? Herr Kadyrov, hier ist irgendwie, ich sag den Nummer nochmal, ja? Ja, was denn? Die DE-Nummer müssen wir, IBAN-Nummer nochmal vergleichen. Ja, das noch ist mal. Einmal DE, ja, 70500, richtig, 105, richtig, 17 nochmal, 63, richtig, 69, richtig, 5324, ist genau, richtig. Genau, richtig. Gut, sehr gut. Ich freue mich so. Okay, gut. Ich habe das die Antrag hier fertig gemacht für Sie. Sie bekommen gleich in 10 Minuten noch einen Anruf von der Kontrollabteilung. Ah. Da wird das nicht lange dauern, nur kurz. Das Gespräch ist das. Warum da ich der Anruf? Ich sage Ihnen, Kontrolle. Sie müssen alles nochmal kontrollieren, was ich hier reingeschrieben habe, weil Sie ja gern Gewinn bekommen werden. Richtig, klar, ich will ja fett gewinnen. Genau. Okay, also wie gesagt, die fragen Ihren Adresse, Geburtsdatum, da sagen Sie, was sagen Sie? 88. Akten, 88. 88, genau. Und Ihr Gewinn wird bestätigt, dass Sie das bekommen, dass Sie für die Motorradzeitschrift nur zweimal bezahlen. Motorrad 59,50 und Auto 50. Und Reisen und Geld. Wladislav geht um die Welt. Oh, ich könnte singen vor Freude. Das ist schön, das freut mich. Ja, das würde mich so freuen. Sie sind meine Engel, junge Frau. Sie sind meine Engel. Dankeschön. Wie gesagt, zu Ihrer Sicherheit wird das festgehalten. Bitte mit einem Ja bestätigen, wenn was, Sie was das ist mit fest, dem Motto... Wer ist festhalten? Kadyrov. Die Kollegen werden Ihnen sagen, dass Sie für die Motorrad zweimal bezahlen. Das wird festgehalten. Da sagen Sie einmal Ja. Da müssen Sie auch nur die letzten 4 Zahlen von der IBAN-Nummer zu ergänzen. Das ist die 5324. Und den Anruf müssen Sie aber von der Postabteilung nicht vergessen, damit Sie in den nächsten Tagen Ihren Gewinn erhalten. Haben Sie Fragen an mich, bevor ich Sie weiterleite? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, wir viel gesprochen, viel erklären und ich denke, ich habe verstanden. Okay? Alles haben Sie verstanden. Okay. Und der jetzt gleich wie gesagt, wieder der Chef anrufen, ja? Meine Kollegen werden anrufen Sie nochmal. Die werden Ihnen den Adresse und... Was ist Name von das Kollege? Herr Kadyrov. Ja, nee, nicht meinen Name, Kollegenname. Wegen, nein. Weil wenn ich da Banksachen sage, dann muss ich ja wissen, ist von Ihres Firma. Die werden ja sowieso Ihnen sagen, dass Sie von Mediacon anrufen. Ja, aber das kann ja jeder sagen. Da muss ja, wie heißt das, Frau oder das Mann? Nein. Die rufen Sie nochmal an. Sie können die Nummer, Telefonnummer dahin notieren. Wie schreibt man das Name von Ihres Firma? Das, wenn ich den Mediacon. Frage... Mediacon. Und die Telefonnummer, die mein Kollege Sie anruft, ist 0441, fängt das an, okay? 0441, okay. Fängt die Nummer an. Und wo ist das Firma? Diese Nummer,
diese Nummer wird Sie anrufen. Wo ist die Firma bitte? Berlin, Hamburg? Das ist in... Oh, Sie haben mich sowas von durcheinander gebracht. Sie müssen doch wissen, wo Sie sind. In Magdeburg, Sachsen-Anhalt sind wir. Magdeburg, okay. Können wir Magdeburg. Können Sie ein Passwort für Kollegen sagen, dass ich weiß, das ist das Kollege? Nee, da müssen Sie ja nicht die ganzen IBAN-Nummer sagen. Das da müssen Sie nur die letzten drei, Entschuldigung, also, die letzten vier Zahlen sagen. Also die 5, 3, 2, 4 müssen Sie nur sagen, nicht alles. Mir haben Sie alles gesagt, ich habe das hier reingetippt. Da brauchen Sie nur die letzten vier Zahlen davon sagen, nichts anderes. Die fragen die Adresse von Ihnen, die Geburtsdatum und sagen Ihnen, dass Sie 400 Euro gewonnen haben, dass Sie das bekommen. Bestätigen Sie das nochmal. Die Motorradzeitschrift bezahlen Sie nur zweimal. Das wird festgehalten, da sagen Sie einmal nur ja. Und die letzten vier Zahlen von der IBAN-Nummer 5324 und das war's auch. Das aber vergessen Sie bitte den Anruf von der Verwaltung nicht. Können Sie das Kollege sagen, wenn das anrufen, der soll sagen, lang lebe Wladimir Wladimirovich Putin, dann weiß ich, ist von Ihres Firma. Also das wird Ihnen Ihren Namen ja sowieso sagen. Nein, sagen, das ist ja nicht mein Name, das Passwort. Wladimir Wladimirovich Putin. Das als werden Passwort. Meine Kollegen nicht machen, die werden nur Ihren Namen sagen, die in dem Ausweis steht, mehr nicht. Ja, das kein ist Passwort, ja das Passwort, wegen nee, Sicherheit. Das Sicherheit haben Sie ja. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich kann Ihnen den ganzen Telefonnummer sagen, was mein welcher Kollege Sie anruft. Ja, aber das kann schreiben ja, Sie kann man auf. Ja den Amerikanski, den können das ja fälschen, falsche Nummer geben bei Telefon gucken. Nee, das wird bei uns nicht gemacht. Wie gesagt, Sie bekommen einen Anruf, zweiten. Gut. Und da wird meine Kollegin Ihnen auch sagen, Sie müssen nicht alles sagen, nur Ihre Adresse, Geburtsdatum und die letzten vier Zahlen von der IBAN-Nummer, nicht alles. Und danach wie gesagt, dass Sie nur zweimal bezahlen, da sagen Sie einmal ja für die Motorradzeitschrift, das war's auch, mehr nicht. Gut. Das geht ganz schnell. Sie müssen ja auch gleich zum Arzt, deswegen werde ich mich schnell verabschieden, damit meine Kollegen Sie anrufen, okay? Gut, vielen Dank. Okay, nochmals herzlichen Glückwunsch, vergessen Sie den Anruf bitte nicht, damit Sie in den nächsten Tagen Ihren Gewinn erhalten. Ich bleibe bei Telefon sitzen, okay? Herr Kadyrov, ja? Können wir einmal nochmal Ihren... Mein Vorgesetzter ruft Sie an, Herr Groß ruft Sie an, weil irgendwas stimmt mit der Kontonummer nicht, ja? Super, okay? Super. Okay, gut, danke. Bis dann, denn. Tschüss. Großartig. Verdammt, ich krieg das mit diesem scheiß IBAN-Fake-Generator. Ich krieg die Nummer hin, aber die gehen nie als echt durch. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo mir eine klauen kann bei irgendjemandem. Hallo. Ja, schönen guten Tag, großem Apparat hier. Herr Kadyrov? Ja, der ist am Telefon, hallo. Hallo, wunderbar. Herr Kadyrov, Sie hatten gerade ein Gespräch mit unserer Sachbearbeiterin geführt. Ich bin der Abteilungsleiter. Ja, super. Wie ist bitte Passwort? Was für ein Passwort? Hat ich Kollege gesagt, wegen Bank und Adresse und so soll Kollege soll Passwort sagen, wenn der anruft. Passwort hat nichts gesagt. Ne? Schlecht. Können Sie einmal kurz fragen, bitte? Bleiben Sie bitte dran. Ja. Sie weiß von nichts, von keinem Passwort, Herr Kadyrov. Aber ich hier gesagt haben. Sie haben mir das gesagt. Ich habe gesagt. Dann hat sie das wohl überhört. Das ist nichts gut. Woher ich jetzt wissen, weil sie haben ein anderes Telefonnummer als das Frau. Also Rückrufnummer ist ja gleich, die kann ja nicht anders sein. Ist ganz anderes Nummer, gleiches Vorwahl, aber ganz anderes Nummer. Anna Jablonski hat sie angerufen. Richtig, okay, gut. Das wegen der Obi-Gutscheinaktion, wo Obi. Sie mitgemacht haben. Richtig, Obi. Ja. Die IBAN-Nummer, die Sie durchgeben, enthält leider eine falsche Prüfziffer. Würden Sie das bitte wiederholen? Ein was hat das?
eine falsche Zahl, Prüfziffer. Was heißt das? Eine Zahl ist falsch bei der Kontonummer, die Sie uns gegeben haben. Wie falsch? Ich heute Morgen bei EDK bezahlen mit Bankkart. Können Sie nochmal vergleichen, bitte? Ich wiederhole. Ja, ich höre. Bahnnummer. DE70. Richtig. 5001. Richtig. 0517. Richtig. 1763. Richtig. 6953. Richtig. 24. Ist richtig so. Was sagt Computer? Computer sagt nein oder was? Der IBAN-Prüfer sagt, ist falsch. Was ist IBAN-Prüfer? Das zeigt an, ob die Nummer existiert oder nicht existiert. Verstehe ich nicht. Die IBAN-Nummer, die Sie durchgeben, die gibt es gar nicht. Das ist hier auf meinen Karten. Einen Moment, ich schau mal nach. Soll ich Sie Foto schicken? Nein, brauchen Sie nicht. Ich überprüfe das nochmal. Warum bei Sie Menschen so viel schreien bei hinten? Hier arbeiten auch andere, ja. Ich bin nicht alleine. Das ist aber wahnsinnig laut, Mensch. Ja, manchmal wird es laut in einem Callcenter. Also kann ich Sie empfehlen, Sennheiser Headset hat sehr gute Schalldämmung. Ja, die benutzen wir auch, Sennheiser. Ja, was kostet so eines Headset bei Sie, von Ihnen? Ja, schon so an die 100, 150 Euro, ja, ne? Dann ist klar, warum nicht funktioniert. Weißt du, ich habe so Profi-Gaming-Headset, kostet 460 Euro, aber belehrt. Kann das Krieg kommen neben dir, du hörst keinen Ton. Vielleicht solltet ihr kaufen, für den Chef zumindest, das Hintergrund nicht anhört wie Stall bei Zoo. Vielleicht, ja. Na, jedenfalls werde ich das jetzt nochmal überprüfen und melde mich dann gleich nochmal, ja? Nee, ich muss jetzt dann bald bei Doktor. Was ist Problem? Jetzt hat er aufgelegt. Was für Vögel.